sind heute schon wieder zu spät zur Arbeit erschienen. Und das ist jetzt schon das vierte Mal diese Woche. Was schließen Sie daraus? Oh mein Gott, dann ist ja heute erst Donnerstag. Ich dachte, es wäre Freitag. Was erlauben Sie sich? Also, nee, da glaube ich ja jetzt nicht. Was soll ich bloß nur mit Ihnen machen? Nee, komm mal her. So geht das nicht. Was machen Sie da eigentlich überhaupt? Ich arbeite an dieser Tabelle. Und kann ich Ihnen nur empfehlen, aus Friesland Studios, diese Videos müssen Sie mal gesehen haben. Mhm. Aha. Sie schauen also Videos während der Arbeitszeit. Warum tun Sie das denn? Wie ich schon sagte, es ist aus Friesland Studios. Diese Videos sind der Wahnsinn. Das muss man gesehen haben. Also Frau Meier, nicht nur, dass Sie Videos schauen, sondern dass ich Sie auch ständig suchen muss, wenn ich was von Ihnen will. Wie kann das nur sein? Herr Bastian, Sie wissen ganz genau, gutes Personal ist schwer zu finden. Also sowas wie Sie? Nee. Das brauchen wir in unserem Betrieb nicht. Wissen Sie, was ich jetzt gleich machen werde? Ich werde Arbeit mit Vergnügen verbinden und Sie entlassen! Oh Gott sei Dank! Endlich weiß ich, wann ich entlassen werde. Was? Wieso? Was meinen Sie jetzt denn damit? Wissen Sie, was der einzige Unterschied ist zwischen einem Knast und diesem Job hier? Nee, aber das erzählen Sie mir jetzt ja gleich hoffentlich. Beim Knast weiß man wenigstens, wann man entlassen wird. Ja, dann können Sie jetzt da rausgehen! Da muss ich auch nicht mehr über Ihre Witze lachen.